Hallo Ladies und Gentlemen, mein Name ist Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching und das Thema des heutigen Videos lautet meine narzisstische Kollegin. Als Setup für die Situation, um die wir uns heute kümmern, ist Folgendes vorzustellen. Stellt euch vor, es gibt eine Frau namens Anna. Anna ist eine normale, gesunde Frau. Sie ist Abteilungsleiterin und fachliche Vorgesetzte von zwei Kolleginnen. Anna ist nicht disziplinarische Vorgesetzte. Jetzt gibt es bei den beiden anderen Damen eine Frau, wir nennen sie mal Jennifer. Jennifer ist Narzisstin. Jennifer über den Zeitverlauf der Zusammenarbeit über viele Monate, fast ein Jahr, nimmt sich heraus, immer wieder Kundenkontakte zu pflegen, die Accounts zugeordnet sind, die nicht in ihrem Ressort, in ihrem Verantwortungsbereich liegen. Jennifer nimmt sich unter der Hand sozusagen Projektelemente an sich, die eigentlich im Ressort ihrer unmittelbaren Vorgesetzten sind. Aus Jennifers Perspektive ist allerdings Anna nicht wirklich die Vorgesetzte, sondern eigentlich mehr oder weniger eine Kollegin. Deswegen sieht sie auch keine schlechte Tat darin, sich einfach Dinge zu nehmen, die ihr nicht zustehen. Warum macht Jennifer das? Jennifer betreibt das Ganze deswegen, weil sie von der nächsten Hierarchieebene entsprechend Gunst für ihre Leistungen an sich ziehen möchte, um letzten Endes in der Hierarchieebene, im Organigramm dieses Unternehmens, ihre noch Chefin, ihre noch fachliche Vorgesetzte Anna zu überholen. Anna, wie es eine normale, gesunde Frau macht, sucht das Gespräch direkt unter vier Augen mit besagter Jennifer. Das geschieht wiederholt. Jennifer redet sich raus, dass sie streitet ab, dass sie dies und jenes getan hätte, dass sie Kommunikation mit Kunde B, C und D vorgenommen hätte, obwohl es nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegt. Sie schiebt alles auf ein Missverständnis, das hier natürlich vorliegen müsste, ein Missverständnis, das selbstverständlich, Ladies und Gentlemen, ausschließlich bei Anna verortet sein müsse. Und es kommt zu wiederholten Gesprächen, die ständig und konstant von Anna initiiert werden. Von Jennifer kommt natürlich nichts, denn es gibt aus Jennifers Perspektive keinen Klärungsbedarf. Das wird Jennifer allmählich etwas zu viel. Vor allem gibt es für Jennifer viel zu wenig Publikum. Jennifer startet eine Verleumdungskampagne. Eine E-Mail mit teilweise sehr unsachlichen Anschuldigungen gegenüber Anna. Auf die Details kann ich aufgrund der Klientensituation mit Anna nicht eingehen, aber ich denke, das reicht zur Nachvollziehbarkeit, denn viele von euch kennen das im Umgang mit narzisstischen Kollegen und Kolleginnen. Heute der Fokus auf die narzisstische Kollegin, aus einem Grund, auf den ich am Ende des Videos eingehen werde. Diese Verleumdungskampagne zieht Kreise, denn Jennifer wählt natürlich in Eigenregie einen E-Mail-Verteiler mit Leuten, die mit der Situation nicht involviert sind, aber die aus Jennifers Perspektive deswegen wichtig sind, dass sie erkennen müssen, wie vermeintlich inkompetent eine Anna eigentlich sei und warum Jennifer die bessere Wahl für die nächsten höheren Positionen wäre. In diesem Zusammenhang strukturierten dann eine Anna und ich eine stoische, harte und Jennifer des Platz verweisende Antwort in dem gleichen Verteiler, damit auch jeder mitbekommt, wie die Resonanz läuft, ohne dabei auf insbesondere die unsachlichen Themen einzugehen, denn wir sind hier bei Ebenen, wo eine Jennifer emotionale Kommunikation wählt, während wir die Kommunikation der Ratio, der Vernunft und der Sachlichkeit wählten. Was geschah als nächstes? Annas unmittelbare Vorgesetzte schaltete sich dazu und aktivierte eine Mediatorin und die Personalabteilung.
Gut, klingt lösungsorientiert, passt. Klingt kompetent, passt. Nun kommt es zur Mediation. Anna, Jennifer und die Mediatorin. Die Frage an euch jetzt, Ladies and Gentlemen. Was könntet und würdet ihr an der Stelle einer Anna tun? Die Vorbereitung für dieses Gespräch war intensiv und wichtig und lässt sich mit einem Satz zusammenfassen. Die Dokumentation von allem. Ladies and Gentlemen, von allem. Es klingt nach viel Aufwand, ist es. Es klingt unnötig, ist es. Mit normalen Menschen, mit Narzissten und Narzisstinnen ist es leider die erforderliche Liebesmüh für sich selbst, um hier entsprechend auch standhaft sein zu können. Was umfasst diese Dokumentation beispielsweise in Auszügen? Diese Dokumentation umfasst arbeitsvertraglich geregelte Elemente hinsichtlich der Verantwortungsbereiche, zugeordnete Accounts, Kundendatensätze und Kundenkontakte zu den jeweiligen Personen, den Damen in dieser Abteilung und dem Offenlegen von stattgefundenem, seitens Jennifer durchgeführten Flurfunk, also im Prinzip einer Art Anschwärzen hinter dem Rücken von Anna vor der anderen Kollegin, um auch letztlich über Gaslighting und Manipulation die dritte Kollegin im Bunde im Laufe der Zeit über Grooming, über einen Prozess, einen Erziehungsprozess durchgeführt durch Jennifer, dahingehend zu erziehen, dass auch die dritte Kollegin zu dem Schluss kommen müsse, eine Anna sei inkompetent. Noch einmal, zunächst die Situation in der Mediation. In der Mediation, Anna trägt sämtliche Punkte vor, wird nicht emotional und sie musste sich mehrfach auf die Zunge beißen. Das ist ein schwieriges Training, aber es ist zweckdienlich, hier einfach wirklich sich vorher mal auf ein mental gechilltes Niveau so weit wie möglich runterzubegeben, um hier kühlen Kopfes reinzugehen. Und nachdem eine Anna ihre Themen vorgelegt hatte, was war, was nicht war, belegt durch A, durch B, durch C und Situationen sachlich und fachlich zurechtgerückt hat, was geschah dann seitens Jennifer? Jennifer begann abzustreiten. Dasselbe wie vorher unter vier Augen. Mit Upgrades natürlich. Jetzt brauchte man ein paar Zusatztools in Person der Jennifer. Das reichte natürlich nicht aus. Was gab es noch dazu? Alles sei ein Missverständnis. Sie werde gemobbt teilweise von Anna. Zu keinem dieser Faktoren, Ladies and Gentlemen, gab es Beweise. Es gab auch keine Zeugen, nichts dergleichen. Sie werde gemobbt. Anna möge die Jennifer auf persönlicher Ebene nicht, was im Zusammenhang mit der Kooperation unter Menschen in einem Unternehmen schlicht höchst irrelevant ist. Es ist ein nice to have, es ist aber nicht erforderlich. Und was geschah dann, um die Mediatorin, die sichtlich bedauerlicherweise zunehmend mehr Mitleid mit einer Jennifer entwickelte? Jennifer aktivierte, wie auf Knopfdruck, die Narzisstinnen Niagara-Fälle. Denn es sei ja alles so schlimm. Wenn wir uns jetzt aus dieser Mediation, diesen beschriebenen Verhaltensweisen, auf eine Vogelperspektive begeben und nach unten blicken. Was geschah? Eine Anna mit Lösungsorientierung und geistiger Gesundheit argumentierte fachlich und sachlich mit Argumenten und Beweisen dafür. Demgegenüber stand seitens einer Jennifer ausschließlich emotionale Kommunikation. Rationale Kommunikation versus emotionale Kommunikation. Und das stellt ein großes Problem dar.
Denn nur mit einem dieser Faktoren tendieren wir heutzutage, Mitleid zu haben. Und dieses Mitleid, wir sind wieder bei der Empathie, vor allem mit den Gefühlen des Narzissten oder der Narzisstin in diesem Fall, leitet uns gerne dann auch mal auf Irrwege, so zum Beispiel auch die bedauerlicherweise etwas blinde Mediatorin, weil sie dieses Persönlichkeitsbild schlicht nicht kannte. Und das findet ihr, Ladies and Gentlemen, leider sehr häufig auf Chefetagen und in Personalverantwortungsbereichen vor, dass Leute, die eigentlich umfassend auch in die Menschen und die Motivationen hineinblicken können, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, nicht dafür qualifiziert sind. Entweder weil sie selbst nicht lange genug erlebt hatten, um daraus eine Kenntnis zu ziehen, oder schlichtweg nicht die Ausbildung zu haben und geben sich stattdessen zufrieden, weil sie schön ihre Modelle gelernt haben und ihre Fachbegriffe parat haben. Am Ende des Tages ging diese Motivation nicht konstruktiv und nicht hilfreich, auch nicht fürs Unternehmen aus. Der Grund, warum ich in diesem Video gezielt meine narzisstische Kollegin als Titel gewählt hatte, hat noch folgenden Hintergrund, auf den ich eure Aufmerksamkeit ganz gezielt lenken möchte. Wir sind in einem Zeitalter, in dem wir Frauen, die ein Fehlverhalten an den Tag legen, nicht zur Verantwortung ziehen. Wenn dies dann doch ein Mann tut, eine Frau, die Fehlverhalten an den Tag legt, zur Verantwortung zu ziehen, wird er schnell mit idiotischen Labels betitelt. Und das wird dann in den sozialen Medien rauf und runter exerziert. Tugendsignalisierung, Virtue Signaling. Doch das Ganze hat nicht nur negative Folgen für Männer, denn Narzisstinnen stehen auch gegen euch, Ladies. Und es liegt auch, oder sollte ich besser sagen, vor allem in eurer Verantwortung, Ladies, diesen Typ Frau zur Verantwortung zu ziehen und auf ihren Platz zu verweisen. Entwickelt eine Bereitschaft, und dabei helfe ich euch gerne, wenn ihr meine Hilfe dazu möchtet, entwickelt die Bereitschaft, auch Ladies, das vorsichtig konstruierte Image einer Narzisstin in eurem beruflichen Umfeld auch einmal schlicht zu brechen, vor genau dem Publikum, das die Narzisstin vor euch initiativ gewählt hat. Und eure Reaktion ist, dass ihr zeigt, dieser Umgang, Jennifer, mit mir oder mit Anna, der kostet, der hat einen Preis. Sieh dich gern woanders um. Abschließend zwei Dinge. Wem nutzt insbesondere der Zeitgeist, dass wir Opfermentalität in unserer Gesellschaft schützen? Platz 2, der Silberpokal, geht an Narzissten. Und Platz 1 mit dem größten Nutzen vom Schutz der Opfermentalität geht an Narzisstinnen. Die Frage an dich, an euch, Ladies und Gentlemen, was bist du, was seid ihr bereit, gegen so jemanden und für euch zu unternehmen? Zweiter und letzter Punkt. Liebe Chefs, Chefinnen und Personalverantwortliche da draußen, die dieses Video jetzt sehen. Eine Jennifer spielt nicht in eurem Team. Eine Jennifer schert sich auch nicht um den Erfolg eures Unternehmens. Es gibt für euch und euer Unternehmen mit einer Jennifer darin bestenfalls eine temporäre Zielkongruenz. Wenn ihr meine Hilfe beim Ausmisten haben möchtet, könnt ihr euch gerne für eine Geschäftsanfrage an mich richten unter der info@achilles-lifecoaching.com und dann können wir besprechen, wo eure Themen liegen und wo ihr die Hilfe gerne wünscht. Seid also vorsichtig damit, habt ein klares Auge darauf, Ladies und Gentlemen, und seid bereit, auch mal in der ein oder anderen erforderlichen Nachtschicht, leider auch außerhalb der Arbeitszeit, sämtliche Informationen zusammenzutragen, damit ihr gewappnet seid und in eine Diskussion treten könnt, in der
hoffentlich im Laufe der Zeit, je mehr von euch das machen, Motus der Ratio unterliegt, die Emotionalität der Vernunft unterliegt. Denn am Ende des Tages auch an euch, liebe Chefs und Chefinnen, was fördert euren Unternehmenserfolg? Sind es die Gefühle oder sind es die Handlungen? Sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.